Hautnah wird Ihnen präsentiert von Distelhäuser. Immer eine frische Idee. Und D&S Automobile, Ihrem Land Rover Vertragspartner in Ludwigsburg-Asberg. Hautnah 13, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute bei Prämedikon Reha, direkt in der Nachbarschaft vom Pure Fitness Club. Und das ist ganz neu hier, denn hier gibt es seit kurzem was genau? Den perfekten 3-Punkte-Wurf für die Riesen. Kräftigung, Regeneration und Physiotherapie. Vielen Dank, Sascha. Mehr dazu gleich bei Hautnah. Jetzt schauen wir erst nochmal zurück auf die Bundesliga und auf die Champions League. Jetzt läuft es auch in der Liga wieder rund für die MHP-Riesen. Dem Heimsieg über Frankfurt folgte am Wochenende ein recht überlegener 95:80 Auswärtssieg beim Verfolger Science City Jena. Damit hat sich das Team von John Patrick auf einen Playoff-Platz festgebissen und möchte den jetzt auch nicht mehr abgeben. Hoffentlich. Wir haben noch viele Spiele. Nichts ist sicher. Wir haben viele Verletzungen. Kleine Verletzungen, Gott sei Dank bis jetzt, aber es ist schwierig, 10 Leute im Training zu haben. Und das ist ein 5 gegen 5 Sportart. Wir müssen wirklich von Spiel zu Spiel gehen und die Konzentration behalten. Die nächste Aufgabe heißt dann am Samstag um 20.30 Uhr in der MHP Arena Basketball Löwen Braunschweig. Und beim Blick auf die Tabelle wird klar, Braunschweig ist 16. Ein Sieg ist Pflicht. Wir müssen gewinnen, aber im Hinspiel, es war ein sehr enges Spiel. Ich glaube, wir sind deutlich besser als damals mit unserer Personellveränderung. Und Braunschweig ist auch besser mit Jamal Boykin jetzt da, einer der Topscorers der Mannschaft. Aber am Ende hoffentlich haben wir Full Power mit unseren Spielen. Die Verletzungen sind hoffentlich mit ohne europäischen Wettbewerb diese Woche, haben wir eine Chance, die kleine Blessur zu heilen. Erst nächste Woche geht es dann im Champions League Viertelfinale gegen das türkische Team Banvit BK aus Bandırma weiter. Der Einzug in die Runde der letzten 8, immerhin der größte internationale Vereinserfolg, soll aber noch nicht das Ende der Europareise sein. Also wir sind stolz, ich bin stolz, dass wir irgendwie diese Final 8 geschafft haben, aber unser Ziel ist natürlich weiterzukommen und gegen Banvit, Pokalsieger von der Türkei, ein richtig großer Name, wo nicht nur einen Spieler, sondern mehrere Spieler auf der NBA-Radar sind und mehrere Spieler in Nationalmannschaften sind. Das ist ein hartes Stück Arbeit, aber wir würden alles versuchen. Ja, und wir sind immer noch in den Räumlichkeiten von Prämedikon Reha und schauen Sascha mal genauer über die Schulter, denn ist es wirklich so, dass er hier in den Räumlichkeiten den Jungs eine Rundumversorgung bieten kann. Ja, also wenn die Jungs drüben bei der Kräftigung sind, dann können wir kurz rübergehen, da mithelfen, Benny mithelfen. Und wenn die Jungs dann Behandlung brauchen oder zur Regeneration kommen, haben wir hier alles unter einem Dach. Wir haben die Eistonnen, wir haben die Behandlungsliegen. Das ist optimal so. Wir können hier wirklich verschiedene Sachen anbieten. Wir können hier Krafttraining machen und danach natürlich uns gleich direkt behandeln lassen und Regeneration machen. Von daher für uns wirklich optimale Bedingungen hier. Wir machen Lockerungsmassagen nach dem Spiel. Wir schauen, dass die Jungs gut gedehnt werden, gut gestretched werden. Wir haben drüben im Pure haben wir den Five-Zirkel. Wo wir die Jungs durchjagen. Und auch sonst, der Stoffwechsel muss angekurbelt werden. Das machen wir sowohl auf den Fahrrädern im Cardio-Bereich als auch hier auf der Behandlungsbank dann. Also es ist schon viel Arbeit, gerade aufgrund der hohen Menge an Spielen. Und man ist halt ständig unterwegs. Also egal, ob jetzt ein Auswärtsspiel in der Bundesliga oder in der Champions League, man ist immer unterwegs und muss sich halt den Gegebenheiten auch anpassen. Ja, also wir sind jetzt im März, wir haben glaube ich 42 Spiele schon gemacht diese Saison oder
vielleicht sogar mehr. Ich glaube, nur Bamberg hat mehr Spiele in dieser Saison gemacht als wir. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir auf unseren Körper achten, dass wir gesund sind. Und das Prämedikon-Team macht einen super Job hier für uns. Also die Jungs sollten auf jeden Fall in ihren Körper reinhören, gerade auch um uns Physiotherapeuten ein bisschen zu unterstützen. Aber im Endeffekt geht es einfach darum, dass man nach den Spielen die Körper wieder gut herstellt, wieder gut regeneriert. Und da wird man auch ein bisschen an die Jungs appellieren müssen, dass sie vor allem auch auf ihre Ernährung achten. In erster Linie geht es darum, dass die Jungs fit sind und dass die Jungs auch gewinnen. Und natürlich freuen wir uns, wenn die Jungs gewinnen, dann ja, das ist auch ein bisschen was Positives für uns auf jeden Fall. Und es macht auch Spaß dann. Ja, und wir machen gleich bei Hautnah weiter mit unserem Hautnah-Spieler Cliff Hammonds. Und er genießt gerade das neue Angebot. Hier, Cliff, the new opportunities here. How do you like it? I like that we can get a quality treatment and a relaxing atmosphere. You know, the only thing I don't like is a picture on the wall. Nice picture at the wall. Vielen Dank, Cliff. Gleich geht's weiter mit Hautnah nach einer ganz kurzen Pause. Unterstützen Sie die MHP Riesen Ludwigsburg Basketball der Spitzenklasse am 18. März um 20.30 Uhr in der MHP Arena Ludwigsburg. Herzlich willkommen zurück bei Hautnah. Und bevor wir zu unserem Hautnah-Spieler Cliff Hammonds kommen, der es hier weiterhin genießt, schauen wir noch auf den 18. Ludwigsburger Grundschulcup, der am vergangenen Freitag in der Rundsporthalle stattgefunden hat. Viel Trubel in der Ludwigsburger Rundsporthalle beim 18. Ludwigsburger Grundschulcup. 9 Teams von 7 Schulen aus Ludwigsburg, Mundelsheim und Tamm zeigten ihr Können. Sieger wurde am Ende die Anton-Bruckner-Schule vor der Osterholz-Schule. Doch eigentlich ist der Sieg zweitrangig. Ja, wichtig ist uns, dass die Schulen Bock auf Basketball bekommen, dass die Schulen Basketball in den Schulen etablieren, dass die AGs gefördert werden, dass man Stück für Stück langsam an die Grundschulliga heranwächst. Teamgeist wachsen. Lauter solche Geschichten. Der Grundschulcup war auch das Warm-up für die Ludwigsburger Grundschulliga, die nach dem Kornwestheimer Vorbild am 28. März ihre Premiere feiert. Dann werden die Körbe übrigens auch tiefer hängen. Alle Teilnehmer des Grundschulcups werden übrigens am Samstag beim Spiel gegen Braunschweig in der MHP-Arena sein. 20 Kids wurden noch dazu in ein All-Star-Team gewählt und dürfen dann in der Halbzeitpause bei einem Einlagespiel ihr Können zeigen. Der Cliff Hammonds hat gerade beim Grundschulcup sicherlich ganz genau hingeschaut, denn er hat 5 Kinder und damit quasi eine Starting Five eines Basketballteams. Doch es gibt noch mehr Interessantes über Cliff zu erfahren. Es war ja irgendwie ein Heimkehren von Cliff Hammonds, als er Anfang November zu den MHP-Riesen wechselte. Schließlich verbrachte er einen Teil seiner Kindheit in Heilbronn. Danach begann das Vagabundenleben aber erst so richtig. Als Basketballprofi spielte der 31-Jährige bisher schon für 12 Teams in 8 Ländern. Ich genieße die Reise einfach. Ich habe die Möglichkeit, professionell Basketball zu spielen und gehe einfach dorthin, wo ich verlangt werde. Ich und meine Familie sind bereit dafür und genießen es auch. Der einzige Ort, wo ich länger als ein Jahr gespielt habe, war Berlin. Und das ist, wie ihr alle wisst, hier in Deutschland. Und hier lieben wir es einfach auch zu leben. Immer mit dabei auf den Reisen seine Frau und die mittlerweile 5 Kinder. Das ist nicht immer ganz einfach. Nach Deutschland zurückzukommen war zum Beispiel gar nicht so schwer, weil wir schon mal hier waren und es uns allen so sehr gefällt. Aber klar, die Umzieherei ist für die Kids schon hart. Sie lernen neue Menschen kennen, schließen Freundschaften und dann heißt es schon wieder Abschied nehmen. Das bricht denen oft das Herz. Das ist schon hart, weil sie ihre Freunde nicht verlassen wollen. Aber ich weiß, dass sie schnell wieder neue Bekanntschaften schließen und ich bin mir sicher, dass es sie für die Zukunft prägt. Sie lernen schließlich Freunde in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen kennen. Bei all der Reiserei, Deutschland hat es Hammonds angetan. Nirgends hat er länger gespielt als in Berlin.
Wir fühlen uns hier einfach sehr sicher. Deutschland ist sehr freundlich, hier in Ludwigsburg genauso wie damals in Berlin. Es sind einfach Orte, wo sich auch meine Frau sicher fühlen kann, wenn ich zum Beispiel auswärts in der Champions League spiele und nicht daheim sein kann. Dann kann sich meine Frau mit den Kindern aber trotzdem frei bewegen, ohne Angst zu haben. Sie können hier ein ganz normales Leben führen. Mit Hammonds kam auch Stabilität ins Ludwigsburger Spiel. Der Spielmacher ist eine Führungspersönlichkeit auf dem Platz, ohne dabei laut sein zu müssen. Ich bin absolut kein Lautsprecher. Ich bin auf dem Court wirklich ziemlich ruhig. Ich sehe mich auf dem Feld eher als Vorbild. Aber klar, wenn mir was nicht passt, spreche ich es schon an. Ich habe mich natürlich zu einem Führungsspieler entwickelt, aber das meiste haben mir mein Vater und meine älteren Brüder auf den Weg gegeben. Sie haben mich früh vor Aufgaben gestellt und mir so das Spiel erklärt. Ein Großteil meiner Führungsqualität verdanke ich ihnen. Cliff Hammonds, Führungsspieler, Weltenbummler und vor allem Big Daddy. Hautner 13, das war's leider auch schon wieder für diese Woche, aber nächsten Dienstag sind wir wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut und bleibt sportlich. Hautnah wurde Ihnen präsentiert von Distelhäuser. Immer eine frische Idee. Und D&S Automobile, Ihrem Land Rover Vertragspartner in Ludwigsburg-Asberg.